Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans und ja, wir sind ziemlich am Ende. Ne? Wir haben noch, glaube ich, 400.000, die wir noch ausgeben können. Dann sind wir pleite. Der Michael Friedrich hat aber auch geschrieben, dass das Pack wahrscheinlich definitiv nicht gut balanced ist und dass es deswegen irgendwie nicht so ganz funktioniert hier mit unserer Strecken und Geld und so. Wir können jetzt da noch mal reinschauen und gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas bewegen oder sowas. Ich weiß es nicht, mal schauen, ob da irgendwelche Sachen, die wir vielleicht abschaffen, die dann kein Geld kosten und hoffen, dass wir dann irgendwie ins Plus kommen. Keine Ahnung. Schauen wir mal am Logo. So, dafür müssten wir natürlich hier mal in die Fahrzeugliste reinschauen. Hier oben in Gewinn. So, der fährt 5 ein, der fährt 2 ein, die Schiffe fahren plus ein. Der fährt noch knapp plus ein und hier fängt schon mit Minus an. Haben wir da noch Schiffe, die wir neu gekauft haben und die dann noch Minus fahren? Sieht jetzt gerade nicht so aus, oder? Also die Kutschen fahren alle definitiv miese. Aber wenn, ja, das sind diese Züge hier unten, die sind definitiv richtig schlecht am Fahren. So, der steht jetzt hier entladen 33%. Bringt es was, auf Fracht zu warten? Ich glaube nicht, oder? Obwohl, hier werden mit den Kutschen ja Leute hin und her gebracht. Also hier wird es vielleicht tatsächlich was bringen. Warte mal, das war jetzt diese, genau, diese Linie ist das. Dann gehen wir mal in die Linie rein. Und Fahrplan, Straßfurt, Rathaus. Das ist der erste Punkt auch. Mindestbeladung 100%, machen wir mal. Dann fährt der erstmal nicht da los. So, wenn er zum Waldbahnhof fährt, da brauchen wir da. Warte mal, wie, der fährt zum Rathaus? Ach so, das ist dann ein Sackbahnhof hier, okay, und dann fährt er aber weiter zurück und dann kreuzt er zum Rathaus hier. Ja, hier fährt auch eine Kutsche, das bedeutet, hier würde ich jetzt, sind sie im Rathaus, kann man definitiv auch 100% einstellen, ne? Und auf dem Rückweg sollte das auch so sein, weil da fährt eine Kutsche, die dann zuliefert. Und hier ist der wieder. Das ist da. Da braucht man nicht auf 100% warten, glaube ich. Das macht keinen Sinn, weil da kommt ja ein Gegenzug. Ja, ich würde den jetzt so fahren lassen. So, dann den zweiten ausgewählt. Der macht auch Minus. Fahrplan. Hier im Rathaus. Gibt es auch schon Kutschen, die irgendwo herkommen und irgendwo hinfahren? Also von der Burg. Die haben wir da drin. Kann ich jetzt nicht sehen oder was? So kann ich das nicht sehen, nur so. Da steht aber gerade keiner. Kann aber auch sein, dass ich das Spiel noch nicht gestartet habe und deswegen das so ist. Wir sind irgendwie hier noch auf der Schmalspur unterwegs. Das sollten wir vielleicht mal ausmachen. Da müssen wir hin. So, da fährt noch nicht mal einer drinnen mit. Hier ist noch eine Kutsche. Kirchheimburg. Zwei Kutschen und keine Gäste hier. Lass mal gerade kurz laufen. Nicht. Kirchheimburg gibt es hier nicht, ne? So, das bedeutet schon mal definitiv. Diese ausmustern. Spart schon mal Geld. Aber die eine muss da definitiv hin, weil irgendwie müssen wir ja doch was bewegen, ne? Gut, machen wir nochmal gerade Stopp. So, jetzt nochmal Kirchheim Rathaus. Mach den zu. Wir wissen ja, dass das der zweite ist. Sollte er, ja, hier kann er auch 100% beladen machen. Blankenburg Rathaus.
Da gibt es schon eine Haltestelle außen. Das heißt, da können wir auch definitiv 100% machen, nicht 50. Also Kirchheim Rathaus war 100%, ich bin noch falsch angeklickt hier. Blankenburg Rathaus auch 100%, egal welche Richtung. So, dann Isernhagen. Gibt es auch Verkehr innerorts schon? Ja, dieses Haus zum Beispiel. Also auch 100% laden. Wo ist das? Das ist hier. Da gibt es aber schon drei Häuser. Zwar keine Haltestelle, aber ein Hafen. Zack, auch 100% warten. Das hatten wir schon, aber da habe ich nicht die 100% gemacht. Das war hier auch 100%. Dann haben wir alles 100%. Dann warten die mal auf 100% hier auf der Linie. Das war der, ne? Kurz nochmal checken. Alles 100%, ja. Gut, dann sind wir mit dem noch unterwegs. Der ist hier, das ist die Linie. Fahrplan. Gießen Rathaus. Ist noch nicht, aber ja, da sollte man dann tatsächlich eine Bushaltestellen machen, damit diese beiden Häuser auch angeschlossen werden, ne? Ich mache mal schon mal 100%. Weil hier ist ja schon mal eins mit drin, das heißt, da wird auch schon mehr gemacht. Borsten-Leipziger Straße ist der Bahnhof, okay. Und der wird durch Kutsche bedient. Kann das sein? Wer fährt denn hier? Schon wieder Schmalspurbahn, meine Güte. Stadtbus Dorsten. Fahrplan. Fährt denn überall hin? Ach, zur Burg fährt er auch noch. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wieder weg. Schließen. Ich wollte wissen, wie wir bei der Burg stehen, ob das lohnt. Da stehen auf jeden Fall welche, das lohnt. Gut. Dorsten-Leipziger Straße. Ist auch diese Dorsten-Leipziger Straße. Bedeutet, da wird auf jeden Fall Verkehr hingefahren. Ach, hat er jetzt beide gemacht. So, Waiblingen Rathaus. Oh, was hat er hier gemacht? Das sieht ja geil aus, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Häuschen dabei. Zack, 100%. Du hast einen Auto, da brauchen wir nicht warten, da soll er durchfahren. Sind sein Wald da noch, braucht auch nicht warten, soll er auch durchfahren. Dann fährt er wieder zur Kirche, ist klar, und dann fährt er wieder dahin. Das ist alles soweit so gut erstmal. Gut, erledigt. Das war dieser Zug. Aha, den brauche ich jetzt nicht anklicken. So, und dann haben wir noch diesen Zug, der auch miese macht. Fahrplan haben wir hier. So, er fährt nach Roßlau Rathaus. Ja, das Rathaus ist drinne. Und das wird mit der Burg wahrscheinlich auch bedienen, ne? Boah, dieses. Da ist doch nichts mit der Schmalspurbahn, oder? Eigentlich nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Roßlau Burg. Was sagt Roßlau Burg? Keine wartenden Gäste. Der ist aber auch gerade losgefahren, hat aber auch niemanden dran. Das ist schon schlecht. Wo fährt er hier hin? Er hat Passagiere. Okay, der fährt zum Gießener Rathaus oder was war das? Geißen? Gießen Rathaus. Und fährt dann hier hin. Ja, der fährt aber welche durch die Gegend, ne? Aber fährt die Linie nicht hier so? Ne, fährt sie wohl nicht. Sind nicht zu verbunden. Okay. Dann lass das mal so. Das war jetzt der hier, ne? Das war der. Ja. So, Roßlau Rathaus wartet mehr auf 100%. Ach, der wartet hier auf 20% und Stunden.
Dann wartet er nicht mehr auf 20% und Stunden, sondern dann läuft es so. Gut. Wo ist jetzt billig? Da muss man weg. Ja, da müsste man auch schon wieder zuliefern, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht. Machen wir aber trotzdem die 100%. An der Burg warten wir nicht auf 100%, oder? Ist hier schon wieder aus, ne? Da brauchst du gar nicht warten, weil 100% hat er ja bald schon dann, ne? 100% ist natürlich für einen Zug ziemlich viel. Haben wir geklärt. Rösrad brauchen wir nicht warten, orthodoxe Kirche. Rösradwald am Hafen. Ne, da warten wir auch nicht. Rösrad Kirche. Rathaus. Da warten wir wieder auf 100%. Halle warten wir definitiv auch auf 100%, ist also sowieso der Endbahnhof, ne? Ich glaube schon. Dann warten wir da nicht auf 100%, weil da wird ja auch zugeliefert. Hier Rösrad Rathaus wieder 100%, und nicht. Willig. Burg, nee, aber Rathaus hier, ah, hat schon 100%. Gut, läuft so. Dieses Schiff hat ziemlich viele Miese. Den machen wir zu. Fahrzeugliste. Ah, da fahren auch gleich schon zwei Schiffe drauf. Dann werden wir den mal umwidmen. St. Ingberg, Fürstenwalde. St. Ingberg muss ja hier irgendwo, glaube ich, sein, ne? Oder? Ne, ist es nicht. Hier ist St. Ingberg. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Schiff auf St. Ingberg, Fürstenwalde. Kapazität 80. Starten. Und diese beiden ausmustern, wenn nichts mehr drin ist. Haben wir schon? Habe ich schon beide jetzt offen? Nein. Ach, hier ist er wahrscheinlich, ne? Genau, so machen wir es. Könnte ich mal das Fenster hier unten hinlegen und das auch? Ja. So, dann ist das erledigt. Hier haben wir noch so ein Schifflein. Aber Fürstenwalde gehören zusammen, ist geklärt. Düren Rathaus. Wo fährt denn der rum? Das können wir zumachen, ja. Hier gibt es noch keine Schiffswartlinie, keine Zuglinie, ne? Hier gibt es nirgendwo eine Zuglinie. Das ist, weil wir schon genug Probleme so haben, ne? Aber tja. Wenn ich jetzt hier gucke, stehen da ganz viele, ne? So ist es. Ist dann die Frage, ob wir das investieren oder nicht. Wir müssten jetzt erstmal nach unserer Marge gucken, ob wir da irgendwas getan haben, ne? Das geht ja am Ende hoch, aber. Ob das jetzt bei den 400.000 reicht. Jetzt lassen wir mal laufen. Ne? 4.400 Miese. Wir haben den 9. Juni. Das heißt, wir machen mal weiter. Schauen, was uns der Monat bringt. Also wir sind ja hier in der Tendenz ein bisschen nach oben schon, ne? Die Frage 21, 22, ob wir da überhaupt höher kommen. $895 war das.
Ja, da kommt schon die erste Warnung. 6. So, jetzt ist der 9. Das ist ungefähr einen Monat weiter jetzt. Wir waren hier ganz schlecht. Schlechter wie den Vormonat. Ist die Frage, was machen unsere Fahrzeuge, die wir eben hier mit Gewinn 5000. Der fährt irgendwo. Wall voll. Der steht und wartet auf voll. Hat er 16 da drin. Der fährt Wall voll. Vielleicht merkt man das nicht nach einem Monat. Aber wir sind kurz davor, pleite zu gehen. Wir haben jetzt den 17. Juli, 274.000. Dreiundzwanzig, 276.000. Marge über 1000 minus. Jetzt sind wir schon mal besser wie der Vormonat. Das ist mein 1. August. Mal ein bisschen laufen lassen. Ah, nee, das war nicht der, das war der. Marge ist 300.000 miese. Okay, jetzt sind wir hier bei 1047 Miesen. Hier haben wir 142, das ist. Wird wohl nichts mehr werden, oder? Zwanzigster. 145. Die stehen, glaube ich, alle hier, weil sie auf Passagiere warten, dass sie voll werden. Ne? Anderen Seite, wenn sie stehen, machen sie keine Verluste. Was jetzt hier? Sag nicht, der ist jetzt ins Plus gelaufen. Nein, ne? Wir haben gerade Monatswechsel und das ist zeitlich. Jetzt ist er, ja, passt. Ich dachte, wir hätten jetzt gerade so einen riesen Teil gehabt, aber wir sind hier bei 11.000. Das heißt, in dem nächsten Monat sind wir in den Miesen. Und es ist auch nicht besser geworden. 1600, davor 1047, davor irgendwas bei 1,2, glaube, ne? Ja, und davor war 800 oder sowas. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Das Ding ist durch. Nächster Monat sind wir pleite. Ich weiß nicht, ob es noch einen Monat geht. Könnte sein, aber ich glaube, weil wir jetzt noch im Plus sind, könnte sein, dass es noch einen Monat weiterläuft, oder? Kommen wir aber nicht mehr hoch. 1800. Jetzt ist Monatswechsel und dann sind wir bei 43.000. Das ist noch wieder runtergegangen. Also unsere Aktion hat eher noch Verschlechterung gebracht, glaube ich. Ja, dieser Monat ist der letzte Monat, Firma ist pleite. Es scheint mir so, als ob du mit der Kutsche schon mal gar nicht anfangen brauchst. Weil die dir nur das Geld klauen. Ja. Weiß ich auch nicht, wie wir da weiter vorankommen mit so einer Geschichte. Naja, wir haben auch andere Dingens-Packs, die vielleicht wirtschaftlich dann Sinn machen. Mal gucken, was wir da tun. Mach aber erst eine Pause, definitiv. Jetzt sind wir gerade pleite gegangen, ist geklärt. Ich würde das mal so machen, dass ich eine Pause mache. Weiß nicht, wann ich weitermache. Ich werde es aber auf jeden Fall wieder anspielen und gucken. Werde vielleicht zwischenzeitlich auch mal testen, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es ja eine Chance, das machen. Das probiere ich aus. Wird aber keine Videos dazu geben. Wir machen da erst am Dienstag halt eine Pause. Werden vielleicht dann Train World darüber nehmen und das da laufen lassen und gucken uns das Spiel dann da an. So werden wir es wohl machen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und beziehungsweise nächsten Projekten sehen wir uns. Ne? Und irgendwann auch in der nächsten Folge bei Simotrans, weil das wird auf jeden Fall wiederkommen. Ist nur die Frage, wann
entweder ich habe es rausgetestet und weiß, wie es geht hier in dem Dingens, dann machen wir da natürlich wieder was. Oder aber wir müssen ein anderes Pack nehmen. Alles klar. Ihr könnt ja auch Vorschläge gerne machen, müssen wir mal gucken, ne? Bis dann. Ciao.